Wir schauen aber jetzt mal bei Trimax vorbei. Der verprügelt seine Freunde. Sparring gegen Chef Strobel und Romatra. Da bin ich mal gespannt. Gerade das Video von Max, wo er hingegangen ist und gegen den 60-Kilo-Profikämpfer gekämpft hat. Da hat man doch gesehen, dass ja Masse nicht nur alles ist. Ne? Schnelligkeit und Technik können auch gegen Masse dann ganz gut ankommen. Schauen wir mal kurz rein. Ich bin so schlecht im Bandagieren. Ihr glaubt das nicht. Ich krieg meine Hände nie richtig bandagiert. Digga, was ist das für eine geile Boxmelone, Alter. Aua, Romatra. So, erster Sparringskampf nach dem Aufwärmen gegen Alex. Kenn ich schon ewig, beste Freunde mit 14. Jetzt sind wir zusammen im Ring. Halbes Jahr Kickboxen, halbes Jahr MMA. Und super sportlich. Mal gucken. Also, halbes Jahr Kickboxen, halbes Jahr MMA. Was ich wohl gemerkt habe, zumindest bei uns aus dem Boxgym jetzt, hier bei Milk and Honey, dass Leute, die schon mal MMA gemacht haben, eine ganz andere Agilität mitbringen. Ja, das sind Kämpfer, die sehr schnell und sehr direkt auf vielen Ebenen halt direkt kämpfen. Also dieses Level-Change-Ding ist bei denen sehr krass verankert. Die sind sehr schneller, die haben ständig ja, es ist ganz schwierig, die sind ja durchgehend diesem Modus halt mit dem Ellenbogen auch viel und so, obwohl sie halt tatsächlich irgendwie ja nur mit den Händen schlagen und beim MMA ist ja noch Ringen und der ganze Bodenkampf und alles noch dabei, sind die MMA-Kämpfer gefühlt beim Boxen immer deutlich schneller als so ein standardmäßiger Boxer oder ein olympischer Boxer. Da habe ich zumindest mein Gefühl, so ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber ich habe immer das Gefühl, dass diese Leute, gerade auch Kickboxer und MMA-Kämpfer halt einfach, weil die natürlich mehr machen, auch irgendwo ein bisschen schneller sind meistens. Kommt natürlich aber auch immer drauf an, kann man glaube ich nicht verallgemeinern. Ja, genau, das meine ich, was er hier macht, das ist so typisch irgendwie, weil wir haben bei uns auch ein paar MMA-Kämpfer, die sind halt auch die ganze Zeit hier in dem Ding drin, ne? Boxer haben aber auch mehr Kraft in der Regel, ja, aber das ist halt immer die Frage, ne? Was ist dein Kampfstil? Ja, genau das ist typisch für einen MMA-Kämpfer, Dodge und dann Level-Change-Bauch, krass. Ja, sehr schnell, sehr, sehr Technik, Trimax da, viel in der Deckung, da müssten jetzt eigentlich halt dicke Schwinger von ihm oder sowas kommen. Ja, schön. Das ist ja das Ding, da sieht man bei Max. Max hat da viel mehr Kraft halt, ne? Das ist schon krass. Aber er ist schon echt, sein Kollege ist da schon sehr gut dabei. Also auch seine Deckung und sowas ist schon doch stabil. Das ist halt so zehrend. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr alle paar Sekunden immer so einen Bodyhit bekommt in den Bauch, ja, das geht halt auch auf die Luft. Ja. Aber Max zieht hier doch ganz gut durch, ne? Die Treffer, die Max da macht, Max kann da doch einiges einstecken, wa? Wenn da halt einer von sitzt, so ein Schwinger von Max oder so, so ein schöner Haken. Ja, Max ist genau das. Max macht es genau richtig. Max spielt da seine Masse halt echt aus, ne? Max ist da genau das, was Standards gemacht. Er spielt seine körperliche Überlegenheit im Sinne der Kraft und der Masse einfach sehr gut aus, ne? Und da musst du dann halt wirklich gucken, dass du da halt irgendwie gegenhältst und beziehungsweise halt Abstand warst. Und glaube ich halt da, das ist halt immer leichter gesagt von außen betrachtet, ne? Da halt irgendwie schaust, dass du irgendwie zu dieser blöden Situation, sein Kollege ist ja deutlich leichter, wie man das sieht, ne? Ja, Mann. Der Typ mit der Glatze bewegt sich so komisch. Nee, das ist halt ständiges Dodging so. Er ist halt durchgehend halt ready so, ne? Oh ja. Stark Max. Also Max gewinnt hier dann doch so ein bisschen die Überhand ist gerade. Dein Kollege ist sehr gut, was Ducken und so angeht. Duckt sich da sehr viel weg, aber da muss jetzt halt ein bisschen Angriff noch kommen, ne? Ja, das sind genau diese Treffer so. Ja, diese ganzen Bauchtreffer, wenn die halt wehtun und richtig drin sitzen. Max ist da determined, das sieht man. Der ist da richtig, der steckt doch echt einiges weg, glaube ich, ne? Ja. Max hält die Ringmitte für sich, das stimmt schon, ja. Ah, stark. Boah, das tat aber weh. Ja, jetzt kommen die Haken von ihm. Weiter, Druck, 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 Druck. Ja, sehr schön, so muss es sein. Ich hab dich einmal voll mit der Naht erwischt, ne? Ja, es war ihr seid noch beide trocken, das ist das Ding. Eigentlich muss man Vaseline in das rein. Weil es nicht, weil es doll war, sondern weil es trocken. Ja, Vaseline ist halt wichtig, damit du keinen Cut bekommst, wa? Der Kampf zwischen Micky und Max wird echt spannend. Ich bin mal gespannt auf Romatra. Romatra hier schon eine sehr, sehr angriffslustige Position. Oh, 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 oh. Da ist eine Sache, die mir auch immer wieder passiert. Wenn jemand mit riesiger Masse, das ist Trimax, ja, wenn jemand, warte mal, achtet mal genau auf Romatras Augen. Das hier, dieses,
Das darf eigentlich gar nicht passieren. In dem Moment bist du ja nicht in der Lage zu sehen, was dich erwartet. Ja? Du bist nicht in der Deckung, die Hand, die rechte klebt, so die linke ist aber offen. Und sobald du halt dich duckst und Angst hast vor dem, was auf dich zukommt, wird es halt echt schwierig. Und das ist bei einem Trimax, und das passiert mir immer wieder auch im Training, das tut wirklich echt nicht gut. Also das ist wirklich eklig. Und das spielt Max seine Masse sehr, 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 sehr gut aus. Das ist so. Immer wieder kleine Hits hier von Max bei Romatra, sehr schön. Romatra ist da aber auch immer auf einer Ebene, ne? Guck mal, das Ding ist halt, was ich hier halt, das klingt jetzt böse, was ich halt bei Trimax sehe, ist halt eine riesige Angriffsfläche, das hat der Kollege eben auch gesehen. Der Bauch, Bodyhits, die sind jetzt nicht, also die steckst du ja easy weg, so ist es ja nicht. Aber davon halt ein paar Stück, das ist schon unangenehm so, ne? Und wenn die halt sitzt und wenn man von unten Haken kommt oder sowas und die Deckung aufbricht und so. Max macht das sehr, sehr gut. Romatra redet währenddessen sogar noch. Aber der wischt hier gut die Schläge von Max weg in der Deckung. Bricht aber selber nicht durch. Ist hier sehr passiv. Auf jeden Fall unterlegen. Oh, shit, Alter. Alter. Digga, da hat er ihn aber ein kleines Ding gezogen, wa? Ist aber ein sehr ruhiger Kampf, muss man sagen. Die kämpfen beide doch auf einem sehr, sehr ruhigen Niveau. Max hat hier klar das Tempo vorgegeben. Er lässt es auch gar nicht zu, dass hier Romatra sehr schnell wird, ne? Und hier, sage ich mal, seine tendenzielle Überlegenheit, seine Schnelligkeit eventuell überhaupt erst zur Geltung kommen lässt, ne? Boah, Digga, da hat schon wieder eine kassiert. Dankeschön, Crunky. Kuss. Max ist da sehr, sehr ruhig. Und Romatra wirklich hier durchgehend am Fressen. Und Max, das merkt man ja auch gerade, Max zieht ja hier auch nicht wirklich durch. Ne? Also ich glaube, wenn er jetzt durchgehend auf Romatra einprügeln würde, wenn es jetzt ein echter Kampf wäre, das wäre, ja. Dies Review, alles, was im Chat geschrieben wird. Nee, aber ein bisschen was immer wieder. Max macht den Panzer wie Standardskill. Ja, ja, genau, genau. Max hat keine kräftigen Schläge, irgendwie alles in Zeitlupe gefühlt. Oh doch, so ein Schlag von Max tut weh. Alleine, also was bei Max halt ist, schaut mal, jetzt mal so ein Gucken. Ne? Max rotiert da schön übers Bein auch und so. Und der ist auch, sieht man hier gerade, gar nicht so langsam für seine Masse. Ja, und so ein Schlag tut einfach weh. Guck mal, und da ist Romatra halt gerade wieder komplett offen. Seht ihr das? Da ist, ja. Aber Miki hat mehr Ausdauer als Max. Ja, das könnte halt der einzige Weg sein, wie Miki, das heißt der einzige Weg, aber auf jeden Fall ein sinnvoller Weg, sage ich mal, gegen Max sich zu behaupten, ist halt einfach ihn auszudodgen, ne? Kämpf du doch mal gegen Max. Ich habe schon mal gesagt, ich würde mal so ein lockeres Sparring gegen Max machen, auf jeden Fall. Boah, er setzt Romatra da echt ordentlich zu. Machen wir gleich nochmal und ich probiere dir einfach Bodyshots zu geben, okay? Das ist unser Training. Ja, das ist genau das, was ich halt gesagt habe. Die Bodyshots sind halt da eigentlich offen. Ja, da hat halt Max die Möglichkeit. Der hat halt die Angriffsfläche, da kann man dann ja, reindrücken, sag ich mal, ne? Also das ist immer, wo man ein Ziel hat im Sparring. Aber mach volle Kraft. Volle Kraft Bodyshots. Aber du darfst mir nicht volle Kraft, okay? Du darfst mir nicht volle Kraft. Wir kämpfen hier nicht echt. Ich darf dir richtig volle Kraft auf Bodyshots geben. Aber ich hab hier auch... Was wiegt Romatra mittlerweile? 90 Kilo? Nee, oder? Romatra wiegt keine 90 Kilo. Ja. Ich akzeptiere dich total, weil diese Köpfe irgendwie egal sind. Oha, okay. Also und ich soll durchziehen. Weil ich schon das hier, ne? Nicht runter. Ja, ich weiß. Mach du doch rein kurz. Dann weiß ich, bis wo ich schlagen darf. Der hat Fett zugenommen. Ja, aber Romatra wiegt noch keine 90, glaube ich. Romatra war, als wir im Gym waren vor einem Monat. Romatra ist, glaube ich, 82 maximal. Hemd in die Hose, damit ich nicht passiert scheiße. Ich weiß, aber dann... Du kämpfst am Seiten von Oberkörper frei. So ein Obelix. Ich wiege knapp 80. Ja, das sind halt keine Bodyhits, ne? Da ist kein Level Change. Zack, runter und dann rein.
Ja, aber da ist er gerade. Das ist halt so ein Ding gewesen, den Step-In, den er gerade gemacht hat. Hey, jetzt fange ich hier schon an zu analysieren. Ich analysiere jetzt nur das, was ich aus meinem Training weiß. Mein Trainer hätte jetzt gesagt, guck mal, der ist hier irgendwie ein bisschen nach vorne übergefallen, oder Chat? Also das ist irgendwie jetzt, sag ich mal, ja, jetzt irgendwie nicht so stabil. Wie viel drückst du auf der Bank? Keine Ahnung, Alter, 85 oder sowas, 90? Das ist halt nicht so stabil, ne? Das ist ja genau das, wie man halt gegen Trimax ankommt. Schnelligkeit und dieses verschiedene Ebenen, Level Change, so dieses, ja, mal im Bauch einsetzen. Dann vielleicht hast du Glück und er krampft irgendwie zusammen oder findest den Bauch an und oder einen Bodyhit an und er geht halt runter, offenbart halt oben, da ziehst du ihm halt einen Haken. Irgendwie sowas, ne? Immer unten rein. Yes, so muss das ja, sein. So ist es genau das, ja. Ja, top. Counter, wenn er unten reingeht, bestraft ihn oben, Max. Ja. Boah. Ich check nicht, wo mein Essen bleibt, wa? Yes, genau. Die Fighten ohne Kinn oder Hinterkopf ist ja logisch. Ja klar, also Kinn ja nicht, aber... Also auf den Hinterkopf schlägst du natürlich nicht, das ist klar. Da gibt's ja, ne? Hey, mein Futter, richtig rein, ne? Knochen? Ja, gut. Oh. Sehr schön. Max steht da echt sehr gut und der reagiert auch echt gut, muss man sagen. Ich hätte Max echt langsamer eingeschätzt, aber der reagiert sehr, sehr gut auf das, was da gerade passiert. Mach mal Boxkampf gegen Sascha, wäre fair. Ja, hätte ich auch gern gemacht. Auch gegen Knossi hätte ich gefühlt. Hab ich ja gefragt. Schöne Schlagabfolge, also schöne Kombination hier. Strobel hat gar keinen Bock, oder? Technik ist super. So, das war gegen Masra. Ich volle Kraft, Techniktraining. Und der Abend von gestern ziemlich in den Knochen. Jetzt Vergleich gegen Schafrul. Schafrul hat noch nie vorher Sparring gemacht. Nur Boxtraining so. Hast du die Welt all. Mal gucken. Okay. Ah, schön, Strobel. Ja, Chef Strobel macht das halt genauso richtig. Dieses schnelle, ne, Level-Changing-mäßige, so dieses. Man ist sehr, 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 sehr defensiv immer, ne? Irgendwie. Man macht immer diese kurzen kleinen Step-Ins irgendwie. Romatra wieder im Hintergrund am Husten, man kennt ihn. Also Chef Strobel steht auf jeden Fall besser als Romatra, ja, stimmt. Ah, mein Essen ist da, Chat, Moment. Entspannend, Digga. Sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Dankeschön, Draco. Es gibt Chinesisch, Tofu. Mit gebratenem Reis. Boah, Junge, der setzt ihm da aber auch echt ein paar gute Dinger, ne? Und da sieht man auch so ein bisschen den Nachteil, finde ich, ne? Dass man so mit diesem Helm irgendwie nicht so gut sieht. Ne? Bei Chef Strobel, der ist immer sehr begrenzt und muss seinen Kopf viel bewegen, um zu gucken, was er sieht. Und es ist eigentlich blöd, dass Max da keinen anhat. Schöne Bobby-Hit.
auch da muss man ehrlich sagen, Max spielte sein Gewicht sehr, 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 sehr gut aus. Punkt. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben einfach jeder gegen jeden gemacht. Müssen wir mal gucken, was wir überhaupt als Video reinpacken. Matras gerade noch im Interview. Dann geht's los zum Kampf. Freue ich mich sehr drauf. War ein geiles Sparring, hat sehr viel Spaß gemacht. Diesmal wieder gegen nicht Profis, sondern einfach auch gegen die anderen Kämpfer. Haben direkt schon ein paar Schwachstellen gefunden, kannst direkt schon dran arbeiten. Und jetzt haben wir wieder was fürs nächste Training. War richtig geil. Und Matras hat sich echt gut geschlagen. Das fand ich krass, was der. Ich wiege immer noch 40 Kilo mehr, ne? Aber verglichen zum letzten Training. 40 Kilo mehr, Wahnsinn. Zum letzten Sparring, was ja ein halbes Jahr her ist, vor meinem Schlüsselbeinbruch. Auf jeden Fall sehr cool. Ich habe ultra Bock. Ey, schreibt gerne in die Kommentare, wer glaubt, wer gewinnt. Mickey oder ich. Ich werde auch mal, glaube ich, gegen Sparring gegen Max machen. Mal probieren. Auf locker. Auf entspannt. Progressiv. One comment. Oder Blesk und Henki oder Chef Strobel. Ich bin sehr gespannt. Ich lese mir die Kommentare bei der anderen wahnsinnig gerne durch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein. Tschüss. Na gut. And spannend.